Ihr habt Psalm Kapitel 10 gelesen, da heißt es in Vers 1. Schau dir Vers 1 an in Psalm Kapitel 10. Herr, warum stehst du so fern, verbirgst dich in Zeiten der Not? Diese Frage, warum stehst du so fern, verbirgst dich in Zeiten der Not, ist eine Frage nach dem Leid in der Welt, nicht wahr? All das Leid, das es in der Welt gibt, und Gott scheint manchmal fernzustehen. Er scheint sich manchmal zu verbergen. Und der Titel meiner Predigt heute ist Das Leid in der Welt. Das Leid in der Welt. Ist das nicht etwas, was wir oftmals hören? Ist das nicht eine Fragestellung, die wir oft hören? Wie kann es Gott zulassen, all das Leid in der Welt? Oder viele Atheisten stellen eine unehrliche Frage. Sie würden so etwas fragen wie, wie kann es Gott geben, wenn es so viel Bösen in der Welt gibt? Oder gäbe es Gott, dann würde er eingreifen. Aber lass mich dir erstmal sagen, dass die Frage danach, warum manchmal Gott so fern zu stehen scheint, wie es all dieses Leid in der Welt gibt und Gott scheint manchmal nicht einzugreifen, dass diese Frage nicht an und für sich illegitim ist. Das ist keine an und für sich unberechtigte Frage. Denn schau, Psalm 10, Vers 1, das ist Gottes Wort, das vom Heiligen Geist inspiriert. Und der Psalmist sagt hier, warum stehst du so fern? Verbirgst dich in Zeiten der Not? Das ist eine legitime Frage. Lass uns erstmal anerkennen, dass es tatsächlich viel Leid in der Welt gibt. Lass uns erstmal anerkennen, dass das Leid in der Welt kein Witz ist. Dass es furchtbare Dinge gibt in der Welt, die täglich passieren. Furchtbare Dinge, die kaum vorstellbar sind. Das Leid in der Welt, die Frage, wie Gott das zulassen kann, das ist eine Frage, die sich viele Menschen stellen. Und als Christen sollten wir wissen, was die Bibel dazu sagt. Aber ich habe das Gefühl, dass viele Christen nicht wirklich wissen, was die Wahrheit zu diesem Thema ist. Dass viele Christen Ursachen vielleicht suchen, wo es nicht unbedingt Ursachen gibt. Dass viele Christen eine falsche Vorstellung von Gottes Gerechtigkeit haben. Wenn es um diese Frage nach dem Leid in der Welt geht und wie Gott das zulassen kann, in diesem Zusammenhang gibt es einen Begriff, und zwar Theodizee. Theodizee ist der Fachbegriff dazu. Genau genommen geht es bei dem Begriff Theodizee aber darum, wie Gott, daher das Theo in Theodizee, wie Gott gerecht ist oder wie wir Gott rechtfertigen können. Und ich habe eine gute Definition von diesem Begriff gefunden von der Deutschen Bibelgesellschaft. Eine sehr akkurate Definition, wie ich finde. Und zwar heißt es da, der Begriff Theodizee benennt das Problem der Rechtfertigung Gottes angesichts einer gegen ihn vorgetragenen Anschuldigung wegen des in der Welt begegnenden Übels. Also der Begriff Theodizee beschreibt das Problem der Rechtfertigung Gottes, also wie Gott gerecht ist oder wie wir erklären können, dass Gott gerecht ist, angesichts der Anschuldigung gegen Gott, der Anschuldigung, die gegen Gott vorgebracht wird, in dem Sinne, wie kann Gott das alles zulassen? Und deshalb sage ich, dass es eine akkurate Definition ist, deren ich dir gezeigt habe, und das ist mir wichtig erstmal zu zeigen, an und für sich die Frage danach, so viel Böses passiert, Herr, warum stehst du so fern, verbirgst du dich in Zeiten der Not? Das ist keine an und für sich sündhafte Frage. Aber es gibt Leute, die stellen diese Frage mit einem falschen Gedanken dabei. Sie stellen diese Frage unehrlich und ich glaube, dass das oftmals der Fall ist. Besonders in unserer westlichen Welt, wo es vergleichsweise wenig Leid gibt, das wir erfahren. Vergleichsweise wenig Leid. Besonders in unserer westlichen Welt ist es oftmals eine Frage, die eher als Anschuldigung gestellt wird. Und das ist das eigentliche Problem. Schau, das eigentliche Problem bei dem Leid in der Welt ist noch nicht mal unbedingt das Leid in der Welt an und für sich. Weißt du, was das wirklich große Problem ist? Dass Menschen selbstgerecht sind. Sie denken, sie seien im Recht. Sie denken, sie wüssten, wie Gott sein müsste. Sie denken, sie wüssten, wie Gott handeln müsste. Und sie bringen gegen Gott eine Anschuldigung vor. Deswegen finde ich diese Definition von Theodizee von der Deutschen Bibelgesellschaft sehr akkurat. Der Begriff Theodizee benennt das Problem der Rechtfertigung Gottes angesichts einer gegen ihn vorgetragenen Anschuldigung, wegen des in der Welt begegnenden Übels. Aber lass mich einfach den Elefanten im Raum benennen. Gott ist nicht schuld an all dem Übel. Okay, was willst du Gott vorbringen, gegen Gott für eine Anschuldigung vorbringen? Es gibt keine Anschuldigung gegen Gott. Gott ist gerecht. Aber Theodizee beschreibt eben
das Problem, die Frage, wie können wir Gott rechtfertigen? Wie ist Gott gerecht angesichts dieser gegen ihn vorgetragenen Anschuldigung wegen des in der Welt begegnenden Übels, wegen all des Leids und so weiter? Also lass uns jetzt mal festhalten, an und für sich die Frage ist nicht unbedingt falsch. Man kann diese Frage stellen, Herr, warum lässt du das alles so lange zu? Mit dem Gedanken, Herr, bitte schaffe Gerechtigkeit, bitte komm bald wieder. Ist das falsch, nach Gerechtigkeit zu hungern und zu dürsten? Nein. Aber wir müssen gleichzeitig, wenn wir hoffentlich aus einem ehrlichen Herzen die Frage stellen, gleichzeitig anerkennen, okay, Herr, ich stelle diese Frage, weil ich als Mensch nicht alles verstehe. Du hast es alles im Blick. Wir vertrauen dir dabei. Aber Herr, bitte, schaffe Gerechtigkeit. Aber hier ist die Kehrseite, und das ist, worauf ich hauptsächlich eingehen möchte in dieser Predigt, wenn es um das Leid in der Welt geht. Die Kehrseite ist, diese Frage nach dem Leid in der Welt, wie Gott das alles zulassen kann, die wird oftmals falsch gestellt. Oder mit einem falschen Hintergedanken gestellt. Wird als eine Anschuldigung gestellt, als eine unehrliche Frage. Schlag du Hiob Kapitel 42 auf. Hiob Kapitel 42. Und du solltest dir in Hiob Kapitel 42 ein Lesezeichen machen, weil wir immer wieder zu diesem Kapitel zurückkehren werden. Mach dir auch ein Lesezeichen in Psalm 10, weil wir zum Ende der Predigt wieder zurückkehren werden zu Psalm 10, wo ich das Ganze verbinden werde. Ich lese dir vor aus Habakuk 1, Vers 13, während du Hiob Kapitel 42 aufschlägst. Da heißt es in Habakuk 1, Vers 13, deine Augen sind so rein. Ich möchte dir einfach ein weiteres Beispiel geben aus der Bibel, wie jemand diese Frage stellt, wenn es um das Leid in der Welt geht. Deine Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Du kannst dem Unheil nicht zuschauen. Warum siehst du denn den Frevlern schweigend zu, während der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er? Und Habakuk hat diese Frage an den Herrn. Warum siehst du denn den Frevlern schweigend zu, während der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er? Herr, wie lange willst du noch zusehen? Bitte lass es aufhören. Schau, das ist Gottes Wort, was hier steht. Das vom Heiligen Geist inspiriert. Habakuk liegt nicht falsch damit. Das kann eine ehrliche Frage sein. Aber oftmals ist es eine unehrliche Frage, die gestellt wird von Leuten, die selbstgerecht sind, von Atheisten, die diese Frage hämisch stellen, die keine ehrlichen Absichten dabei haben, die Antwort sowieso gar nicht wissen wollen. Und was dir in dieser Predigt auffallen wird, wenn wir jetzt durch die Bibel gehen und uns mit dem Thema das Leid in der Welt beschäftigen, was dir auffallen wird, ist, dass das keine apologetische Predigt ist. Die Antworten, die ich dir gebe, oder die Aspekte, die ich dir aufzeige, die werden Leuten, die sowieso nicht an den Herrn glauben wollen, die sowieso selbstgerecht sein wollen, die es besser wissen, wie Gott sein sollte, diese Antworten werden diesen Leuten nicht gefallen. Aber das ist doch nicht mein Ziel, sondern ich will dir einfach die Wahrheit aufzeigen. Und wenn jemandem die Wahrheit nicht gefällt, na ja, dann weißt du was, dann hast du ein Problem mit Gott, dann hast du ein verdammt großes Problem. Lass mich dir das sagen und hör dabei gut zu. Das ist so ein wichtiger Punkt. Diese Frage, wie kann Gott all dieses Leid in der Welt zulassen? Und ich gehe jetzt von einer unehrlichen Fragestellung aus, von einer unehrlichen Absicht besser gesagt. Diese Frage, wie kann Gott all das Leid in der Welt zulassen, rührt oftmals daher, von einer falschen Vorstellung her, dass Gott dieser Welt etwas zu schulden habe. Warum stellen Leute nicht mit einer ehrlichen Absicht diese Frage, sondern sie denken, es sollte eigentlich besser laufen in der Welt. Es sollte eigentlich alles so und so laufen in der Welt. Siehst du nicht all das Leid in der Welt? Sie aber selbst erleiden vergleichsweise extrem wenig Leid. Dazu komme ich noch später. Diese Vorstellung, oder Verzeihung, diese Fragestellung rührt von der Vorstellung her, dass Gott dieser Welt, dass Gott dir, dass Gott anderen Menschen irgendetwas zu schulden habe. Wie kann das Gott alles zulassen? Aber lass mich dir das sagen. Gott hat dir nichts zu schulden. Gott hat niemandem in der Welt, der egal was er leidet, auch nur irgendetwas zu schulden. Gott hat niemandem etwas zu schulden. Du bist in Hiob Kapitel 42, da heißt es in Vers 1.
Da antwortete Hiob dem Herrn und sprach: Ich erkenne, dass du alles vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Hiob 42, Vers 3. Fürwahr, ich habe geredet, was ich nicht verstehe, Dinge, die mir zu wunderbar und die ich nicht begreifen kann. Die mir zu wunderbar sind und die ich nicht begreifen kann. Aber das ist der wirklich entscheidende Vers hier. Vers 2. Ich erkenne, dass du alles vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Gott hat niemandem etwas zu schulden. Hiob will von Gott eine Antwort. Und ich versuchte kurz zu erklären, worum es in dem Buch Hiob geht. Hiob ist ein rechtschaffener Mann, einfach der gerechteste Mann, den man sich überhaupt vorstellen kann. Er ist rechtschaffen, er ist tadellos vor Gott. Seine Kinder, sie sind auch gerecht, dienen dem Herrn. Großartiger Mann. Und eines Tages kommt der Satan vor den Herrn, denn der Satan hat jetzt immer noch Zutritt zum Himmel. Erst später, in der Offenbarung lesen wir das, wird er tatsächlich aus dem Himmel verbannt. Der Satan tritt vor den Herrn und der Herr sagt zum Satan: Hast du nicht meinen Knecht Hiob gesehen? Und dass es halt keinen so rechtschaffenen und untadeligen Mann gibt wie er ungefähr. Und der Satan sagt: Ja, aber was ist, wenn du, ich versuche das jetzt nur ungefähr zusammenzufassen, der Satan sagt ungefähr so: Ja, aber was ist, wenn du seinen Besitz antastest? Ja. Wird er dann immer noch an seiner Gerechtigkeit festhalten? Wird er immer noch zu dir halten? Oder wird er nicht einfach dir ins Angesicht absagen? Und Gott lässt es zu. Gott lässt es dem Satan zu, dass der Satan Hiob verdirbt. Erstmal seinen Besitz, also nicht nur seinen Besitz, sondern auch seinen eigenen Körper. Und sein Leben geht den Bach runter. Extrem. Und seine Freunde kommen zu Hiob und stellt hier raus: Das sind nicht wirklich tolle Freunde. Aber auf der anderen Seite, diese Freunde, wie wir dann später sehen werden, sie haben eine falsche Vorstellung von Gottes Gerechtigkeit. Was auf viele Christen, denke ich, zutrifft. Wir wollen nicht werden wie die Freunde Hiobs. Denn was sie getan haben ist, sie haben angesichts des Leids, das Hiob erlitt, gesagt: Du bist gottlos, es liegt an dir, aber Gott selbst bezeugt im Buch Hiob, dass Hiob rechtschaffen ist. Das heißt, es liegt nicht an ihm, das Leid. Hiob will eine Antwort. Hiob weiß, dass er rechtschaffen ist. Er ist nicht perfekt natürlich, aber er ist ein rechtschaffener Mann. Er hat keine Sünde begangen, die dieses Leid verdient hätte als Strafe, dass er leidet. Und Hiob will von dem Herrn eine Antwort. Wenn du es schaffst, geh zurück zu Hiob Kapitel 31. Hiob Kapitel 31, ich werde dir ein paar Verse vorlesen, ich will dir den Kontext geben zu Hiob Kapitel 42. Aber lass ein Lesezeichen in Hiob Kapitel 42, schlag Hiob Kapitel 31 auf. In Vers 33, da heißt es: Habe ich wie Adam meine Übertretung zugedeckt, sodass ich meine Schuld in meiner Brust verbarg? Weil ich die große Menge fürchtete und die Verachtung meiner Verwandten mich niedergeschlagen hätte, sodass ich geschwiegen hätte und nicht zur Tür hinausgegangen wäre. Hiob 31, Vers 35. Und dass ich einen hätte, der mir Gehör schenkte. Siehe, da ist meine Unterschrift. Der Allmächtige antworte mir und mein Gegner schreibe eine Klageschrift gegen mich. Wahrlich, ich würde sie auf meine Schulter nehmen und als Ehrenkranz um mein Haupt winden. Meine Schritte dürfte ich ihm getrost aufzählen und ihm nahen wie ein Fürst. Also Hiob hält bis zum Schluss an seiner Gerechtigkeit fest und Hiob liegt richtig damit. Seine Freunde, die sagen, dass es alles an ihm liegt im Grunde genommen, sie liegen alle falsch. Stellt sich am Ende heraus, alles falsch. Hiob lag richtig. Was Hiob hier sagt, ist richtig. Und er würde die Klageschrift, die Gott gegen ihn schreiben würde, er würde sie auf seine Schulter nehmen als Ehrenkranz um sein Haupt winden. Warum? Weil auf dieser Klageschrift fast gar nichts draufstehen würde. Sondern diese Klageschrift würde er angesichts des Leids, das Hiob erfährt, ihn sozusagen rechtfertigen. Weil das Leid, das Hiob erfährt, nichts mit irgendeiner Sünde zu tun hat, die er begangen hätte. Sondern der Satan hat Gott dazu gereizt, ihn ohne Ursache zu verderben. Und zu diesem ohne Ursache, dazu kommen wir dann noch später. Mein erster Punkt ist der:
Gott hat niemandem etwas zu schulden. Gott hat niemandem etwas zu schulden. Hiob hat gesagt in Hiob 42, ich erkenne, dass du alles vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Und das ist die Antwort Hiobs auf die Antwort Gottes. Und was ist die Antwort Gottes? Schau dir Hiob Kapitel 38 an. Hiob Kapitel 38, paar Seiten weiterblättern zu Hiob Kapitel 38, Vers 1, da heißt es, da antwortete der Herr dem Hiob aus dem Gewittersturm und sprach, Hiob Kapitel 38, Vers 2, wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Gürte doch deine Lenden wie ein Mann. Ich will dich fragen und du sollst mich belehren. Wo warst du, als ich den Grund der Erde legte? Sprich es aus, wenn du Bescheid weißt. Also anstatt eine kurze Antwort in einem Satz zu geben, was sagt der Herr dem Hiob? Was ist seine Antwort? Seine Antwort ist eigentlich eine Frage. Ich will dich fragen und du sollst mich belehren. Wo warst du, als ich den Grund der Erde legte? Und dann für mehrere Kapitel gibt der Herr dem Hiob eine Antwort, die im Grunde genommen lautet, wenn man das zusammenfasst in einem Satz, schau, ich habe das alles geschaffen. Verstehst du, Hiob? Ich habe das alles geschaffen. Und was ist Hiobs Reaktion darauf? Oh, wie kann Gott das alles zulassen, mein Leid, das ich erfahren habe? Was ist deine Reaktion darauf? Da antwortete Hiob dem Herrn, wir sind jetzt wieder in Hiob Kapitel 42, da antwortete Hiob dem Herrn und sprach, ich erkenne, dass du alles vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Was ist die Antwort? Gott hat alles geschaffen. Das ist die Antwort. Auf Hiobs Leiden. Ich habe das alles geschaffen. Wenn ich dich leiden lassen will, dann kann ich dich leiden lassen, Hiob. Ich habe das Recht dazu. Und Hiob akzeptiert das. Kein Vorhaben kann dir verwehrt werden. Du hast alles geschaffen. Du bist im Recht. Gott hat niemandem etwas zu schulden. Und natürlich ist es eine spezielle Situation, eine sehr besondere Situation, in der sich Hiob befindet. Natürlich lässt sich Hiobs Geschichte nicht einfach allgemein auf das Leid in der Welt anwenden. Denn Hiob ist Christ. Ja, er ist Christ, er ist im Himmel, hallo. Das heißt, er ist Christ jetzt. Okay, Hiobs Leiden wurde natürlich somit von ihm automatisch anders bewertet als Christen. Dazu komme ich später noch. Bewerten wir unser Leid anders? Also, natürlich kann man Hiobs Geschichte nicht allgemein auf das Leid in der Welt anwenden, aber aus dem Buch Hiob erfahren wir mit die wichtigsten Wahrheiten über Gottes Gerechtigkeit angesichts von Leid. Und das allgemeine Prinzip, dass wir auf das Leid, auf dieses Thema, das Leid in der Welt anwenden können, das allgemeine Prinzip, das wir daraus lernen, ist, dass Gott niemandem etwas zu schulden hat. Warum? Weil Gott die ganze Welt geschaffen hat. Also, wer hat hier jemandem etwas zu schulden? Sind wir nicht in der Schuld? Und also das allgemeingültige Prinzip ist, Gott hat alles geschaffen und wir müssen anerkennen, Gott ist der Schöpfer, er hat uns nichts zu schulden. Das Gute, was wir empfangen, wenn Gott doch eingreift, das ist Gottes Gnade, das ist Gottes Liebe zu uns. Die Frage rührt von einer Vorstellung her. Diese Frage, wie kann Gott alles Leid in der Welt zulassen? Diese Frage mit einer unehrlichen Herzenshaltung rührt von einer Vorstellung her, die besagt, dass Gott uns etwas zu schulden habe. Aber Gott hat niemandem etwas zu schulden. Ich meine, hast du schon mal daran gedacht, dass Menschen Leid verursachen? Hast du schon mal daran gedacht, dass Gott nicht einfach für Sünde verantwortlich ist? Aber Leid hat auf der anderen Seite auch nicht immer etwas mit Sünde zu tun. Denn hat Hiob gesündigt, sodass er sein Leid als Strafe ertragen musste? Nein, Hiob war ein rechtschaffener Mann. Aber so oder so, ob das Leid durch Sünde verursacht ist, wie es natürlich im Allgemeinen in der Welt der Fall ist, wenn wir von dem Leid in der Welt sprechen. Hallo, Menschen sind Sünder. Gott hasst Sünde. Gott hat mit dieser Sünde nichts zu tun. Natürlich ist das im Allgemeinen so, dass Leid durch Sünde verursacht ist, aber es ist immer so. Nein. Gott hat dem Satan zugelassen, dass er Hiob all seinen Besitz zerstört, und
und dass seine Freunde ihn verurteilen, dass er in der Asche da sitzt und sich mit Scherben kratzt. Ah! Dass sein Leib von Würmern zerfressen wird. Furchtbare Dinge. Aber so oder so, egal ob Leid durch Sünde verursacht ist oder nicht durch Sünde verursacht ist, Gott hat niemandem etwas zu schulden. Gottes Antwort an Hiob ist, ich habe das alles geschaffen. Und Hiob nimmt das an. Und schau, Hiob hat schlimmste Dinge ertragen, die wir niemals ertragen werden. Und Hiob gibt Gott recht. Typischerweise ist die christliche Antwort auf das Leid in der Welt, auf diese Frage, wie kann Gott das alles zulassen, typischerweise ist die christliche Antwort, ja, die Sünde in der Welt. Leid muss eine Ursache haben. Das ist die typische christliche Antwort. All die Sünde in der Welt. Und schau, das ist nicht unbedingt falsch. Ja, wir sollten daran denken, hallo, Menschen sind verantwortlich für Sünde. Gott hat sich den Dreck nicht ausgedacht. Aber lass mich dir das sagen. Das ist nicht in jedem Fall die richtige Antwort. Schlag du Johannes Kapitel 9 auf. Johannes Kapitel 9. Ich lese dir vor aus Jakobus Kapitel 5, Vers 14, während du Johannes Kapitel 9 aufschlägst. In Jakobus 5, Vers 14, da heißt es, ist jemand von euch krank, er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und jetzt kommt's. Hör mir zu. Und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Weißt du, was das bedeutet? Dass eine Krankheit zwar mit Sünde zusammenhängen kann, aber nicht unbedingt. Schau, wenn jemand krank ist, das ist ein gutes Beispiel, denke ich, wenn jemand krank ist, dann beten wir einfach für denjenigen. Und sagen nicht einfach so von vornherein, Herr, bitte vergib ihm seine Sünden, bitte hilf ihm umzukehren. Und klagen damit möglicherweise einen Unschuldigen an. Hiob war unschuldig. Hiob hat es nicht verdient, aufgrund irgendeiner Sünde dieses Leid zu erfahren. Aber was haben seine Freunde gemacht? Sie haben ihn angeschuldigt. Wir sollten niemals denken, oh, derjenige ist krank, derjenige ist arm, er muss in Sünde sein. Lass uns ihm helfen, umzukehren. Und dabei beschuldigen wir eigentlich einen Unschuldigen. Wir bringen ein falsches Zeugnis vor. Du bist gottlos gewesen, du musst umkehren. Lass uns dir helfen, in Anführungszeichen. Dabei weiß derjenige, nein, ich habe nichts getan. Er geht sein Leben durch im Kopf und ich habe zum Herrn gebetet, wie Hiob, wie viele Sündenübertretungen habe ich? Lass mich meine Sünden und Missetaten wissen, ich habe das jetzt falsch zitiert. Aber Hiob bittet den Herrn, ihm seine Sünden aufzuzeigen. Aber er sagt bis zum Schluss und liegt damit richtig, dass er keine Sünde begangen hat, die es wert wäre, dieses Leid als Strafe zu ertragen. Hiob ist rechtschaffen. Also, das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten, der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Wir wissen das nicht immer, was der Grund für Leid ist. Deswegen die christliche Antwort, Leid muss eine Ursache haben, das ist eine zu allgemeine Antwort. Das ist im Allgemeinen zwar richtig, und wir sollten das dazu sagen, ja, Leid in der Welt wird im Großen und Ganzen durch Menschen verursacht. Aber nicht immer. Leid hat nicht immer eine Ursache. Das ist mein zweiter Punkt. Mein erster Punkt war welcher? Gott hat niemandem etwas zu schulden. Schau, wenn diese Fragestellung aufkommt, lass uns erstmal realisieren, dass Gott niemandem etwas zu schulden hat, okay? Zweitens, Leid hat nicht immer eine Ursache. Und das geht jetzt vor allem an dich als Christ. Falle nicht darauf herein, wie die Freunde Hiobs zu sein. Das muss eine Ursache haben. Derjenige, der ist schwerst krank, schau dir an diesen Hiob, wie er von Gott gezüchtigt wird. Er wird nicht gezüchtigt. Nein. Leid hat nicht immer eine Ursache. Du bist in Johannes Kapitel 9, Vers 1. Johannes Kapitel 9. Da ist es in Vers 1, und als er vorüberging,
Verzeihung, sah einen Menschen, der blind war von Geburt an. Und jetzt achte auf diese Frage. Mir ist es bei der Predigtvorbereitung erst aufgefallen, was das eigentlich für eine dumme Frage ist. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Rabbi, wer hat gesündigt, sodass dieser blind geboren ist? Er oder seine Eltern? Ich denke mir so, Jungs, liebe Jünger, was habt ihr euch dabei gedacht? Ist das irgendwie die erste Version von Erbsünde in der Bibel oder was? Weil Erbsünde ist keine biblische Lehre, diese katholische Version von Erbsünde. Ist keine biblische Lehre. Natürlich haben wir eine Tendenz geerbt zu sündigen, aber wir werden nicht verdammt, wir werden nicht gestraft aufgrund der Sünde eines anderen, sondern jeder wird für seine eigene Sünde bestraft. Jeder fährt zur Hölle für seine eigene Sünde, nicht für die Sünde eines anderen. Aber jetzt mal davon abgesehen, die Jünger stellen hier diese Frage, achte darauf. Rabbi, wer hat gesündigt, sodass dieser blind geboren ist? Er oder seine Eltern? Okay, warte mal. Er war blind von Geburt an. Also hat er im Mutterleib gesündigt? Hat das kleine Baby, der Embryo im Mutterleib schon gesündigt? Diese Frage macht keinen Sinn. Aber was ist die? Wo kommt diese Frage her? Weil Christen typischerweise eine zu simple Vorstellung haben von diesem komplexen Thema Leid in der Welt. Also sie haben eine zu simple Vorstellung, dass alles Leid irgendeine Ursache haben muss. Und natürlich könnte man sagen, okay, eine Ursache in dem Sinne, dass vielleicht Gott absichtlich diesen Menschen blind hat auf die Welt kommen lassen. Aber das ist nicht, was typischerweise gemeint ist, sondern Ursache in dem Sinne, wer hat gesündigt? Er oder seine Eltern, dass dieser blind geboren ist? Rabbi, wer hat gesündigt, sodass dieser blind geboren ist? Er oder seine Eltern? Leid hat nicht immer eine Ursache, so wie du dir das vorstellst. Jesus antwortete, Johannes 9, Vers 3, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern an ihm sollten die Werke Gottes offenbar werden. Schau, weder er hat gesündigt, noch seine Eltern, sein Leid hat keine Ursache, oder zumindest nicht die Ursache, die ihr sehen wollt irgendwie. Es muss doch irgendeine Sünde geben. Der Mensch muss doch irgendwie schuldig sein. Schau, sie wollen Gott auf falsche Art und Weise gerecht sprechen. In dem Sinne, der Mensch muss doch schuldig sein. Aber was sagt Jesus? Was sagt Gott selbst? Weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern an ihm sollten die Werke Gottes offenbar werden. Ich habe diesen Menschen geschaffen, sagt Gott ungefähr, wenn ich das jetzt einfach mal in andere Worte übertrage. Ich habe diesen Menschen blind geschaffen, damit ich an ihm Wunder zeigen kann, damit andere Gottes Macht erkennen. Damit andere erkennen, dass der Herr Jesus Christus Gott ist. Damit andere an den Herrn Jesus Christus glauben. Damit wir als Christen eine Lehre haben. Weil es hier dabei nämlich um etwas Geistliches geht. Ja, dieser Blinde wurde tatsächlich geheilt. Aber was ist die Lehre? Wenn du an den Herrn Jesus Christus glaubst, deine Augen werden aufgetan. Du wirst erleuchtet. Deine geistlichen Augen werden aufgetan. Du kannst das Wort Gottes verstehen. Du kannst, dass es in der Welt vor sich geht, verstehen, Stück für Stück. Während Ungläubige wie ein tatsächlich Blinder im Dunkeln tappen. Und das lässt sich natürlich noch mehr dazu sagen, aber was ist hier die Hauptsache? Die Idee, dass das Leid immer eine Ursache hat, rührt von einem falschen Verständnis von Gottes Gerechtigkeit her. Lass mich dir das sagen. Die Idee, dass Leid immer eine Ursache hat, rührt von einem falschen Verständnis von Gottes Gerechtigkeit her. Ein Verständnis, dass Gott nur gerecht sei, wenn er Menschen leiden lässt, die es verdient haben. Aber Gott ist auch dann gerecht, wenn er Menschen leiden lässt, die es nicht verdient haben. Schau, die Jünger, sie wollen Gott unterschwellig rechtfertigen. Sie beschäftigen sich mit dem Theodizee-Problem, nicht wahr? Sie wollen Gott rechtfertigen, auf falsche Art und Weise. Lass uns nicht so sein. Lass uns nicht hereinfallen auf diese Falle und irgendwie denken, der Mensch muss schuld sein. Nein, dieser Blinde, der blind geboren ist, weder er noch seine Eltern waren schuld. Es gibt keinen Menschen, der dafür schuld ist. Es gibt keine Ursache. Leid hat nicht immer eine Ursache, das ist mein zweiter Punkt. Sondern an ihm sollten die Werke Gottes offenbar werden. Schau, sein Leid
hat aber einen Sinn. Und ja, ich denke, dass man einfach der Realität ins Auge gucken kann und sagen kann, jemand, der blind ist, ist eingeschränkt. Kann man das als Form von Leid bezeichnen? Sicherlich. Er hat sich gefreut, dass er wieder sehend wurde. Es ist nicht so, dass Blinde einfach blind sein wollen. Das ist eine Form von Leid. Und ja, du weißt es aber nicht an seinem, okay, aber ich kann die Bibel lesen und mehrere Beispiele lesen, wo Blinde zu Jesus gekommen sind und sie wollten wieder sehend gemacht werden, weil sie es anscheinend nicht toll fanden, blind zu sein. Hallo? Leid hat nicht immer eine Ursache. Die Fragestellung nach dem Leid in der Welt mit einer unehrlichen Herzenseinstellung, die oftmals leider selbstgerechte Frage, wie kann Gott das Leid in der Welt zulassen, sie rührt daher von einer falschen Vorstellung her, dass Gott dieser Welt irgendetwas zu schulden habe. Aber erstens, Gott hat niemandem etwas zu schulden. Die Idee, dass Leid immer eine Ursache habe, rührt daher von einem falschen Verständnis her, dass von einem falschen Verständnis von Gottes Gerechtigkeit. Erstens, Gott hat niemandem was zu schulden. Zweitens, Leid hat nicht immer eine Ursache. Gott ist nicht nur dann gerecht, wenn er Menschen leiden lässt, die es verdient haben. Gott ist auch dann gerecht, wenn er Menschen leiden lässt, die es nicht verdient haben. Gott ist gerecht, dass er Hiob hat leiden lassen. Und ich komme gleich noch dazu, was das für einen positiven Aspekt hat. Das wird dann mein dritter Punkt sein. Hiob 9, Vers 16. Du schlägst Hiob Kapitel 2, Vers 3 auf. Hiob Kapitel 2, Vers 3, schlage das auf in deiner Bibel. Ich lese dir vor aus Hiob 9, Vers 16, während du Hiob Kapitel 2 aufschlägst. Das heißt in Hiob Kapitel 9, Vers 16, wenn ich rufe, wird er mir antworten, ich glaube nicht, dass er auf meine Stimme hört. Ich glaube nicht, dass er auf meine Stimme hört. Ich meine, Hiob wird ziemlich am Ende. Denn im Sturm zermalmt er mich und fügt mir ohne Ursache viele Wunden zu. Und seine Freunde, Hiobs tolle Freunde, ja, sie beschuldigen Hiob, doch, es hat eine Ursache, die Ursache liegt bei dir, Hiob. Und dann dem Ende entgegen von Hiob sagt einer seiner Freunde ungefähr, ja, wo ist ein Mensch, der Unrecht säuft wie Hiob? Wo sie einfach Hiob direkt beschuldigen. Erstmal ist es so, dass sie halt über die Gottlosen sprechen, wie die Gottlosen sind. Und sie drücken damit unterschwellig aus. Schau, so sind die Gottlosen. Also, du erfährst all dieses Leid, deswegen bist du gottlos. Und dann später beschuldigen sie Hiob direkt, mit direkten Aussagen. Wo ist ein Mensch, der Unrecht säuft wie Wasser und solche Dinge, sagen sie ungefähr. Hiob selbst sagt, im Sturm zermalmt er mich und fügt mir ohne Ursache viele Wunden zu. Das, was Hiob selbst sagt. Gott macht das ohne Ursache mit mir. Ich kann mich erinnern, im Theologiestudium, ich hatte ein Semester Theologie studiert an der FTH in Gießen, was ich dann abgebrochen habe, weil das einfach Mist war. Ich kann mich erinnern, es gab viele Situationen, aus denen ich wirklich was gelernt habe. Deswegen war es natürlich eine positive Erfahrung, weil denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Aber ich kann mich an eine Situation erinnern, wo ein Theologiestudent meinte, eben in Bezug auf das Leid in der Welt, in Bezug auf Hiob, ja, dass die Ursache eben doch bei Hiob liegen muss, meinte er ungefähr. Also, das kann natürlich nur jemand sagen, der das Buch Hiob noch nie gelesen hat oder vielleicht einmal gelesen hat und es noch nicht verstanden hat. Was nicht unbedingt schlimm ist, weil das Buch Hiob, das ist natürlich sehr komplex. Zugegeben, wir verstehen nicht alles auf einmal. Aber eben typische Vorstellung, naja, Menschen sind doch Sünder, also es muss doch irgendwie einen Grund bei Hiob geben. Aber der Theologieprofessor, der meinte zu Recht, nein, es hat keine Ursache. Es ist mir einfach hängen geblieben, dass viele Christen haben diese Vorstellung und sie sind wie die Freunde Hiobs, dass Leid immer eine Ursache haben muss. Die haben diese Vorstellung, aber Leid hat nicht immer eine Ursache. Und du kannst sagen, ja, das ist, was Hiob sagt. Hiob sagt, dass Gott ihm ohne Ursachen Wunden zufügt. Und natürlich, streng genommen ist es der Satan. Gott lässt es dem Satan zu, dass der Satan
also sein Guthaben gut zerstört, seine Kinder sterben, all die furchtbaren Dinge, die ihm widerfahren. Du könntest sagen, das ist einfach nur Hiob, der das sagt, das ist doch ohne Ursache. Aber schau dir jetzt Hiob Kapitel 2, Vers 3 an. Du bist in Hiob Kapitel 2, in Vers 3, da heißt es, da sprach der Herr zum Satan, hast du meinen Knecht Hiob beachtet? Denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden einen so untadeligen und rechtschaffenen Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Und er hält immer noch an seiner Tatlosigkeit fest. Obwohl du mich gereizt hast, achte jetzt darauf, ihn ohne Ursache zu verderben. Gott sagt, dass der Satan ihn gereizt hat, ihn ohne, also Hiob, ohne Ursache zu verderben. Gott hat Hiob laut der Bibel ohne Ursache verdorben. Leid hat nicht immer eine Ursache. Gott hat niemandem etwas zu schulden. Die Frage nach dem Leid in der Welt, wie kann Gott das zulassen, rührt von einer falschen Vorstellung her, die besagt, dass Gott irgendjemandem etwas zu schulden habe. Gott hat niemandem etwas zu schulden. Zweitens, Leid hat nicht immer eine Ursache. Es kann eine Ursache haben, aber es hat nicht immer eine Ursache. Habe nicht diese falsche Vorstellung, dass Leid immer eine Ursache habe bei Menschen. Denn das rührt von einer falschen Vorstellung her, die besagt, dass Gott nur gerecht sei, wenn er Menschen leiden lässt, die es verdient haben. Gott ist aber auch gerecht, wenn er Menschen leiden lässt, die es nicht verdient haben. Drittens, Leid ist subjektiv. Leid ist subjektiv. Ich komme gleich dazu, was ich damit meine. Schau, was Hiob erlebt hat, das ist der Stoff für posttraumatische Belastungsstörung. Ich meine, das ist wirklich der Stoff für PTSD, posttraumatische Belastungsstörung. Was hat Hiob erlebt? All sein Hab und Gut zerstört? Seine Kinder getötet? Seine Knechte umgekommen? Alles weg? Aber das ist nicht genug. Weißt du, als alles weg war, Hiob hat gesagt, der hat gegeben, der hat es genommen, gelobt sei der Name des Herrn, nicht wahr? Aber nicht nur das. Was sagt seine Frau zu ihm? Seine Frau sagt im Grunde genommen, sag dich los von Gott und stirb. Stirb, Hiob. Was willst du noch machen? Stirb einfach. Seine Frau ist nicht mehr auf seiner Seite. Und man kann schlecht seine Frau wirklich zu 100% beschuldigen in dieser Situation, weil sie wahrscheinlich auch extrem überfordert war. Menschen sind oft überfordert mit dem Leid anderer. Deswegen solltest du niemals einfach so Urteile treffen über das Leid anderer. Denn Leid ist subjektiv. Was ist mit Hiob noch geschehen? Sein Körper übersät, ja, mit Schorf und Würmer. Und er sitzt in der Asche nackt da und kratzt sich mit Scherben, dass das Zeug endlich weggeht. Und er will sterben. Und weißt du, was bei alledem seine Freunde machen? Du bist schuld, Hiob. Du bist gottlos. Kapitel für Kapitel für Kapitel für Kapitel für Kapitel wird Hiob angeklagt. Er allein ist schuld. Das ist der Stoff für posttraumatische Belastungsstörung. Das ist Gaslighting auf allerhöchstem Niveau. Hiob ist unschuldig. Ihm widerfahren furchtbarste Dinge. Und er wird beschuldigt. Ich meine, wie wäre das, wenn jemand vergewaltigt wird und dann wird von seinen Freunden und von seiner Familie ihm immer und immer und immer und immer wieder gesagt, du bist schuld daran, dass du vergewaltigt wurdest. Wie wäre das? Aber weißt du was? Hiob hat sich nicht versündigt. Bei all dem, was Hiob erlitten hat, hat sich Hiob nicht versündigt gegen Gott. Man kann von außen auf Hiobs Leid schauen und denken, wie würde ich reagieren? Aber, weißt du, Hiob hat anders reagiert, als wir wahrscheinlich reagieren würden, weil Leid nämlich subjektiv ist. Woher nehme ich diese autoritative Aussage, Leid ist subjektiv? Wie kann ich das so eindeutig sagen? Schau dir, oder geh du wieder zurück zu Hiob Kapitel 42. Hiob Kapitel 42, ich lese dir vor aus Sprüche Kapitel 14, Vers 13. Auch beim Lachen kann das Herz Kummer empfinden und die Freude
endet in Traurigkeit. Auch beim Lachen kann das Herz Kummer empfinden und die Freude endet in Traurigkeit. Das ist so ein wichtiger Vers. So eine wichtige Wahrheit. So eine wichtige Wahrheit, die die Reichen in der Welt erkennen sollten. Dass auch beim Lachen das Herz Kummer empfinden kann. Wenn das die Reichen und Schönen in der Welt erkennen würden. Weißt du, sie lachen äußerlich, sie haben alles. Sie gehen auf Partys, hahaha, sie lachen äußerlich. Aber innerlich, ihr Geist ist verdorrt und sie haben Kummer. Und sie haben Sorge und müssen Drogen nehmen, um irgendwie Freude zu empfinden. Was für eine wichtige Wahrheit, dass auch beim Lachen das Herz Kummer empfinden kann. Man könnte es aber auch umdrehen und sagen, ein Mensch sieht vielleicht äußerlich traurig aus, aber innerlich ist er Gott dankbar. Leid ist subjektiv. Du könntest auf einen Menschen schauen und sagen, ich kann es an seinen Augen ablesen, wie traurig er ist und so. Und es gibt so Psychologen, die wollen dann wirklich erzählen, ja, an den Augen kann ich erkennen, dass der die und die Krankheit hat. Dass er irgendwie schwer depressiv ist oder so. Weißt du das wirklich? Und schau, es gibt eine allgemeine Wahrheit, dass zum Beispiel der Mund davon redet, wovon das Herz voll ist, nicht wahr? Also dein Herz ist von Gottes Wort voll. Gottes Wort wird auch rauskommen aus deinem Mund. Das ist eine allgemeine Wahrheit. Aber wird es immer so sein in jedem einzelnen Fall? Nein. Es gibt eine allgemeine Wahrheit, dass gottlose Menschen für ihre Gottlosigkeit Anzeichen geben. Wir lesen im Buch der Sprüche davon, dass sie halt mit den Fingern deuten, mit den Augen zwinkern. Man kann natürlich Körpersprache lesen und etwas davon erfahren über einen Menschen. Das ist eine allgemeine Wahrheit. Aber es ist immer zu 100% der Fall. Die Antwort ist nein. Das ist so wichtig, dass wir nicht einfach 100%ig sichere Aussagen über Menschen treffen. Derjenige muss sich so fühlen. Derjenige muss das im Schilde führen. Du kannst sowas von falsch damit liegen. Denn auch beim Lachen kann das Herz Kummer empfinden. Wie ein Mensch aussieht äußerlich, reflektiert nicht in jedem Fall, typischerweise, aber nicht in jedem Fall seinen tatsächlichen Gemütszustand. Und ein Beispiel, das mir einfach bei der Predigtvorbereitung angefallen ist. Ich hatte mal diese Doku gesehen, über einen wirklich furchtbar traurigen Fall. Eine Tochter, die hat sich ermordet, hat Selbstmord begangen und wie die Eltern halt damit umgegangen sind. So, es gibt natürlich mehrere Dokus über solche Fälle. Aber es war deshalb so ein trauriger Fall, weil die Eltern eben ihr Tagebuch gelesen haben. Und ihre Tochter, sie ist an einem Tag mit dem Vater auf irgendeine Feier gegangen und sie haben sogar ein Foto von der Feier, wo die Tochter auf dem Bild lächelt, scheint alles gut zu sein, sie scheint Spaß zu haben. Aber was schreibt sie in ihrem Tagebuch? Dass sie es gehasst hat. Auch beim Lachen kann das Herz Kummer empfinden und die Freude endet in Traurigkeit. Du kannst nicht einfach so die Freude anderer bewerten oder auch das Leid anderer bewerten. Ein Mensch kann äußerlich sehr traurig aussehen, aber weißt du, vielleicht sieht er traurig aus und geschafft aus und gestresst aus, weil er wirklich einen schlechten Job hat. Er arbeitet sich ab. Er verdient wenig Geld. Seiner Familie geht es nicht unbedingt sehr gut, aber sie haben zu essen, zu trinken, ein Dach über dem Kopf, was zum Anziehen. Und weißt du, er sieht äußerlich vielleicht so und so aus. Und du denkst dir, oh, ich muss so und so gehen. Aber innerlich betet dieser Mensch vielleicht und sagt, danke Herr, dass ich etwas zu essen habe. Danke Herr, dass ich ein Dach über dem Kopf habe. Danke Herr, dass du uns versorgst. Danke. Kann das nicht der Fall sein? Woher willst du wissen, wie es jemandem geht? Schau, und gerade auf Christen trifft das zu. Als Christen haben wir nämlich wirklich zwei Naturen. Die unterschiedliche Dinge machen, die unterschiedliche Dinge denken. Wir haben das Fleisch und den Geist. Jemand kann äußerlich traurig aussehen. Jemand kann äußerlich fröhlich aussehen. Und besonders ein Christ kann äußerlich traurig aussehen, aber vielleicht innerlich denkt er sich, ja, mein Leben ist gerade schwierig.
Ja, ich erfahre Leid, was auch immer. Aber danke, Herr. Danke, Herr, für mein Leben. Ich würde es nicht einwechseln wollen, weil ich glaube, dass du etwas vorhast mit meinem Leid oder wie auch immer. Leid ist subjektiv. Ich erinnere mich an ein Beispiel. Ich war Seelengewinn. Es war vielleicht so circa 2020 oder so, Corona-Zeit. Ich war Seelengewinn in Görlitz. Natürlich die Straßen einfach leer gefegt. Aber ich bin rausgegangen, weil ich mir dachte, hey, wahrscheinlich eher die Leute, die draußen sind, die sind eher offen noch für das Evangelium angesprochen zu werden, als die Leute, die sich hinter ihrer Tür verstecken und Maske tragen. Wahrscheinlich habe ich mehr Erfolg, wenn ich trotzdem einfach rausgehe. Ich war Seelengewinn draußen in Görlitz, in meiner Heimatstadt. Straßen leer gefegt, sah wunderschön aus. Die Stadt sah schön aus. Es war ein wunderschöner, herrlicher, sonniger Tag. Ich bilde mir ein, es war später Winter, Richtung Frühling. Wunderschöner Tag. Und mir kommen auf der Straße zwei Jungs entgegen, die ich anspreche. Und sie sahen nicht arm aus. Sie hatten Handys garantiert. Sie hatten eine ordentliche Frisur. Sie hatten ordentliche Klamotten. Und sie haben etwas in die Richtung gesagt wie, ja, siehst du das denn nicht alles so? Weil ich wollte ihnen natürlich das Evangelium geben, ich kann mich nicht mehr an alle Worte erinnern, aber im Grunde genommen ihre Reaktion war, ja, siehst du nicht das alles? Hier so all diesen Scheiß, siehst du nicht das alles? So nach dem Motto, siehst du nicht all das Leid in der Welt? Und weißt du, was ich mir denke? Hey, ihr habt Eltern, die euch wahrscheinlich die Klamotten gekauft haben? Weil ich nicht glaube, dass ihr wirklich so super fleißig seid. So wie sie rüberkam zumindest, weiß ich nicht. Denn wie gesagt, man sollte nicht Menschen einfach so bewerten. Ich weiß es nicht. Ich äußere einfach nur meine Gedanken. Okay, ihr habt Klamotten, ihr habt was zum Anziehen. Ihr habt Handys. Und das sind wahrscheinlich noch nicht mal irgendwelche Billigklamotten, sondern wie das bei vielen Jugendlichen ist, irgendwelche Markenklamotten wahrscheinlich. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Und ihr sagt noch nicht mal irgendwie, ja, siehst du nicht das alles bei uns, was wir alles erlitten haben? Ich glaube nicht, dass es ihnen sehr schlecht ging. Und schau, wir sollten nicht einfach so denken, und auch ich darf nicht in diese Falle reintappen. Wir sollten nicht einfach so denken, oh, dem muss es gut gehen, weil das und das. Aber schau, sie haben nicht gesagt, wir haben das erlitten. Unsere Eltern sind in einem Autounfall gestorben. Uns ist das und das geschehen. Was übrigens kein Grund wäre, nicht auf das Evangelium zu hören, sondern ganz im Gegenteil. Das Leid in der Welt sollte Menschen dazu bewegen. Oh ja, die Bibel hat recht. Denn weißt du was? In der Bibel liest du wirklich vom Leid in der Welt. Von grausamsten Dingen, die du niemals erfahren wirst in deinem Leben. Ich meine, die Bibel beschreibt unvorstellbare Dinge. Die Bibel zu lesen, das ist eine schockierende Erfahrung. Besonders das erste Mal die Bibel zu lesen, ist buchstäblich schockierend. Buchstäblich. Weil du Dinge erfährst, an die du niemals denken würdest, dass Menschen sowas machen würden. Irgendwie ihre Kinder im Feuer opfern, irgendwelchen Götzen. Dass irgendwelche Homos eine Frau zu Tode vergewaltigen. Unvorstellbare Dinge, an die wir eigentlich gar nicht denken wollen. Aber jetzt mal davon abgesehen. Das war so ein eindrückliches Beispiel, weil es war so ein schöner, sonniger Tag. Es sah alles wunderschön aus. Sie haben nicht irgendwie gesagt, die zwei Jungs, denen ich begegnet bin, wir haben das erlebt, sondern sie haben einfach so um sich gezeigt, so all das hier. Was? Wovon redest du? Du bist alles andere als arm. Ihr habt saubere Klamotten. Ihr habt garantiert was zu essen. Ihr seid überhaupt nicht abgemagert. Ihr habt Handys. Ihr habt Freunde, weil ich nämlich einen von den beiden dann in der Gruppe von anderen Freunden gesehen habe. Also das habe ich mir nicht ausgedacht. Es ist ein schöner Tag. Ihr lebt in Deutschland. Wo ist das Problem? Wovon redet ihr überhaupt? Hier ist das Problem. Sie haben nicht auf sich gezeigt. Wir haben das und das erlebt, wo man auch sagen könnte, okay, ja, wow, die haben wirklich schlimme Dinge erlebt. Aber hey, lass mich dir was sagen. In der Bibel gibt es noch viel schlimmere Dinge. Ja, und es sollte eigentlich sie dazu führen, an die Bibel zu glauben, das Leid in der Welt. Aber sie haben gezeigt, so das hier alles. Wovon redet ihr? Schau, hier ist das Problem. Leute, denen es gut geht, sie meinen, sie müssten das Leid anderer bewerten.
Leute, denen es gut geht, meinen, sie müssten das Leid anderer bewerten. Sie wüssten, wie das Leid in der Welt ist, haben aber selbst keine Erfahrung davon. Und weißt du was? Ich weiß es auch nicht. Weil ich in einem behüteten Elternhaus aufgewachsen bin. Weil ich immer alles hatte, was ich brauchte. Ich weiß es wahrscheinlich auch nicht. Leute, denen es gut geht, neigen aber leider dazu, über das Leid in der Welt zu sprechen, von dem sie selbst keine Ahnung haben. Und schau, ehe du dir jetzt denkst, irgendwie, Anselm, wie kannst du denn auch weiter darüber sprechen? Schau, weil ich die Bibel predige. Deshalb kann ich darüber sprechen. Und die Bibel befiehlt Predigern, den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Deshalb rede ich darüber, weil die Bibel nämlich Antworten hat. Antworten, die Menschen, die selbst sehr viel Leid erfahren, nicht unbedingt haben. Die Bibel hat alle Antworten. Leute, denen es gut geht, sie meinen, sie müssten das Leid anderer bewerten. Siehst du nicht das alles? Wovon redest du? Du hast kaum Leid erfahren in deinem Leben. Im Vergleich zu anderen. Aber auf der anderen Seite müssen wir dabei aufpassen bei solchen Aussagen und daran denken, ich kann gleichzeitig nicht wirklich bewerten, wie es jemandem tatsächlich innerlich geht, dem es äußerlich gut zu gehen scheint. Schau, das Leid in der Welt, das ist ein komplexeres Thema, als du dir das vielleicht wünschst. Menschen sind komplexere Wesen, als du dir das vielleicht wünschst. Die Dinge in dieser Welt sind komplexer, als du dir das wünschst. Es ist nicht immer alles schwarz und weiß. Leid ist subjektiv. Die Menschen, die das Leid tatsächlich erfahren, sie sehen ihr Leid vielleicht in einem völlig anderen Licht. Schau, Leute in unserer westlichen Welt, die viel Geld haben im Vergleich zu anderen Ländern, sie meinen, sie müssten irgendwie das Leid in der Welt bewerten. Aber wissen wir, die wir manchmal vielleicht dazu neigen, das Leid in der Welt zu bewerten, wissen wir, wie andere Leute, die all dieses Leid, von dem wir andauernd reden, die das tatsächlich erfahren, wissen wir, wie die darüber denken? Ob die das nicht vielleicht ihr eigenes Leid in einem anderen Licht sehen? Also ich habe den Eindruck, dass reiche Leute mehr am Meckern sind als arme Leute. Ich habe den Eindruck, aufgrund der Bibel, dass arme Menschen manchmal zufriedener sind und ihr Leid in einem anderen Licht sehen, als es von außen gesehen wird. Reiche sind selten zufrieden. Reiche sind typischerweise habgierig. Aber dann gibt es Leute, wir lesen oft im Buch der Sprüche davon, dass es besser ist, mir fällt der Vers jetzt nicht ein, ist egal. Aber wir lesen oft im Buch der Sprüche davon, von diesem Prinzip, ja, dass es besser ist, wenig zu haben, dafür aber Frieden zum Beispiel. Ja. Es ist besser, nicht unbedingt einen Ochsen zu essen, sondern ein Gericht Gemüse. Aber hey, bei uns ist Frieden zu Hause, wir haben keinen Streit. Leid ist subjektiv. Psalm 119, Vers 71 sagt, es ist gut für mich, dass ich gedemütigt ward, damit ich deine Satzungen lernte. Es ist gut für mich, dass ich gedemütigt ward, damit ich deine Satzungen lernte. Ein Ungläubiger kann auf einen Christen schauen oder auch vielleicht sogar ein Christ auf einen anderen Christen. Könnte sich denken, oh, der sieht so traurig aus, der sieht so gedemütigt aus. Aber vielleicht denkt sich derjenige gerade, es ist gut für mich, dass ich gedemütigt ward, damit ich deine Satzungen lernte. Ja, ich wurde vielleicht gerade gezüchtigt vom Herrn. Das ist an und für sich keine Freude, sondern Trauer. Aber die Züchtigung gibt die friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind, sagt die Bibel. Es ist gut für mich, dass ich gedemütigt ward, damit ich deine Satzungen lernte. Und der Mensch, der äußerlich vielleicht traurig aussieht, er bewertet sein Leid völlig anders, als du es bewerten würdest. Weißt du wirklich, wie das Leid in der Welt ist? Für jeden persönlich? Du hast keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. Alles, was ich dir sage, ist einfach nur, was die Bibel lehrt. Ich gebe dir ein paar Beispiele aus meinem persönlichen Leben. Aber worum geht es hier? Erstens,
biblischer Fakt. Dort ist niemandem etwas schuldig. Zweitens, biblischer Fakt, Leid hat nicht immer eine Ursache. Das klingt erstmal ziemlich negativ so. Ich meine, auch das ist eine Frage der Perspektive. Ich finde diese Fakten großartig. Ich liebe diese Fakten. Mich erfüllen diese Fakten mit Gottesfurcht. Ich preise den Herrn darüber. Drittens, das ist jetzt das Positivere, wenn man so will, Leid ist subjektiv. Nur weil Leid grundlos sein kann, heißt das nicht, dass es automatisch sinnlos ist, denn Leid ist subjektiv. Das ist das Positive am Leid. Nur weil es grundlos sein kann, heißt es nicht, dass es sinnlos ist. Grundloses Leid kann für einen, besonders für einen Christen, eine große Bedeutung haben. Für den Blinden, der geheilt wurde, hatte sein Leid, das ohne Ursache war, Sinn, große Bedeutung. Er ist in der Bibel für immer verewigt. Menschen haben an ihm Gottes Wunder gesehen. Ist es das wert, ja oder nein? Für die ungläubigen Schriftgelehrten und Pharisäer war das vielleicht sinnlos, sein Leiden, das Leid des Blinden. Warum wurde der Blinde so grundlos blind geboren? Aber nicht für den Blinden und die, die durch die Wunder vielleicht dazu bewegt wurden, an Jesus zu glauben. Für sie war es nicht sinnlos. Du bist in Hiob Kapitel 42, da heißt es, da antwortete Hiob dem Herrn und sprach, ich erkenne, dass du alles vermagst, dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Für wahr, ich habe geredet, was ich nicht verstehe, Dinge, die mir zu wunderbar sind und die ich nicht begreifen kann. Höre nun, ich will reden. Ich will dich fragen und du belehre mich. Und ich liebe diesen Vers am Ende. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, doch nun hat mein Auge dich gesehen. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, doch nun hat mein Auge dich gesehen. Lass mich dir was sagen. Hiobs Leid war es wert. Also wenn du sagen kannst, durch dein Leid, vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, Herr, doch nun hat mein Auge dich gesehen. Das ist es wert. Und weißt du, diese Antworten, die ich dir aus der Bibel gebe, die Verse, die ich dir zeige, das ist nicht apologetisch. Diese Antworten werden nicht jedem Menschen gefallen, aber es ist die Wahrheit. Und uns als Christen gefällt es, weil wir die Wahrheit lieben. Das Leid, das Hiob erfahren hat, war es wert. Egal, was dir widerfährt, wenn du dadurch Gott auch nur ein Stückchen näher kommst, das ist es wert. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, doch nun, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Preis den Herrn für das, was der Herr Hiob hat erleiden lassen. Gelobt sei der Herr dafür, dass er Hiob hat leiden lassen. Was war Hiobs Reaktion auf sein Leiden? Du schlägst Psalm 116 auf. Ich lese vor Hiob 1, Vers 21. Und er sprach, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen, nackt werde ich wieder dahin gehen. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Gelobt sei der Herr dafür, gepriesen sei Gott dafür, was er Hiob hat erleiden lassen. Weißt du was? Preist den Herrn für die großartigen Prophezeiungen aus dem Buch Hiob. Preist den Herrn dafür, dass wir heutzutage Verse lesen können, in denen Hiob den Herrn Jesus Christus prophezeit hat. Aber er musste durch Leiden gehen. Preist den Herrn für Verse, wo es zum Beispiel heißt, dass sein Erlöser am letzten Tag auf der Erde stehen wird. Preist den Herrn für Verse, wo es heißt, dass Hiob jetzt zwar von Würmern zerfressen wird, aber dann wird er doch in seinem Fleisch Gott schauen. Preist den Herrn dafür, dass Hiob die leibhaftige Auferstehung vorausgesagt hat. Leib war zwar von Würmern zerfressen, aber doch wird er in seinem Fleisch Gott schauen, weil Gott seinen Leib wieder auferrichten wird. Preist den Herrn für Verse, wo es heißt, dass Gott den Norden ausspannt über der Leere und die Erde an nichts hängt. Über so großartige Wahrheiten, dass die Erde schwebt. Und. Preist den Herrn für das Leid, das er Hiob hat erleiden lassen.
Ansonsten hätten wir nicht das Buch Hiob. Das war es wert. Nicht nur Hiob hat Leid erlebt im Buch Hiob, sondern auch seine Kinder, sie wurden getötet. Das ist Leid. Ohne Ursache, grundlos, aber nicht sinnlos, weil Leid subjektiv ist. Psalm 116, Vers 15, kostbar in den Augen des Herrn ist der Tod seiner Getreuen. Auch seine Kinder waren gerecht. Weißt du was, ihr Tod ist nicht sinnlos. Ihr Tod war grundlos, ohne Ursache, aber nicht sinnlos. Kostbar in den Augen des Herrn ist der Tod seiner Getreuen. Oder glaubst du allen Ernstes, dass jetzt Hiobs Kinder im Himmel sind und sich irgendwie denken so, warum hast du es zugelassen? Oder irgendwie darüber jammern, darüber weinen. Werden sich nicht vielmehr denken, gelobt sei der Herr. Mein Tod hatte einen Sinn. Mein Tod hatte einen Sinn, mein Tod war kostbar. Das muss sie sich denken werden. Römer 8, Vers 28, da heißt es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Ein sehr bekannter Vers, den du garantiert schon zigmal gehört hast. Römer 8, Vers 28, wenn du den noch nicht angestrichen hast in deiner Bibel, sollst du dir dick und fett anstreichen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Alle Dinge zum Besten dienen. Alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Schau, dein Leiden als Christ hat Sinn. Leid ist nämlich subjektiv. Gott hat niemandem etwas zu schulden, erstens. Was war mein zweiter Punkt? Leid hat nicht immer eine Ursache. Was war mein dritter Punkt? Leid ist subjektiv. Das heißt, Leid kann auch positiv sein und einen Sinn haben. Und für dich als Christ hat Leid Sinn, weil alles zum Besten dienen muss, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Aber zum Schluss meiner Predigt, ich komme wirklich zum Schluss meiner Predigt. Was ist die Antwort, wenn wir einfach eine kurze Antwort oder möglichst kurze Antwort finden wollen? Warum schafft Gott jetzt nicht schon zu 100% Gerechtigkeit? Na, wir können uns fragen, okay, wir verstehen, Gott hat niemandem etwas zu schulden. Gott ist gerecht. Ja, Gott ist auch gerecht, wenn er Menschen ohne Ursache leiden lässt. Okay, wir verstehen, Leid hat Sinn für uns als Christen. Es kann ohne Ursache sein, aber es ist nicht automatisch sinnlos. Leid ist subjektiv, wir können das Leid anderer nicht bewerten. Auch nicht das Leid Ungläubiger. Sie werden ihr Leid vielleicht auch anders bewerten, als beispielsweise reiche Menschen ihr Leid bewerten würden, weil sie eine völlig andere Perspektive aufs Leben haben. Aber man könnte sich dabei die Frage stellen, okay, aber wir verstehen das nur, warum schafft Gott jetzt nicht schon zu 100% Gerechtigkeit? Warum bringt Gott jetzt nicht schon Gerechtigkeit auf diese Erde? Und ich denke, das ist eine gute Frage. Was ist die Antwort darauf? 2. Petrus 3, Vers 9. Du schlägst wieder Psalm 10 auf. Ich lese dir vor aus 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 9. Da heißt es, der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zu Buße habe. Warum kommt Jesus nicht sofort wieder? Bringt einfach Gerechtigkeit, alle Gottlosen werden ausgerottet. Übrigens, weißt du, was das bedeutet? So viele Leute da draußen, die aus einem unehrlichen und selbstgerechten Herzen heraus Gott anklagen, mit einer unehrlichen Frage, wie kann Gott all dieses Leid zulassen? Ist alles so ungerecht in dieser Welt. Sie verstehen nicht, dass Gottes Gerechtigkeit, die er bringen wird, sich gegen sie richten wird. Verstehst du, was ich meine? Warum kommt nicht Jesus einfach sofort zurück und bringt Gerechtigkeit, schafft jetzt schon einfach zu 100% Gerechtigkeit? Weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zu Buße habe. Schau, würde Gott jetzt einfach zu 100% Gerechtigkeit bringen, es würden einfach ein Haufen Leute sterben, die aber vielleicht noch die Chance hätten, gerettet zu werden. Was ist besser? Ist es da nicht besser, diese Welt laufen zu lassen, wie sie ist? Und schau, es ist nicht so, dass Gott gar nicht eingreift. Dazu komme ich gleich noch. Aber im Großen und Ganzen werden mehr Menschen gerettet,
wenn Gott nicht einfach jetzt schon zu 100% Gerechtigkeit schafft. Der Herr zögert die Verheißung nicht hinaus. Nicht einfach ein Hinauszögern, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern es ist Gottes Geduld, es ist Gottes Gnade, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren geht, sondern dass jeder mal Raum zur Buße habe. Psalm 10, wir kommen jetzt wieder zurück zu dem Psalm, den wir am Anfang gelesen haben, Psalm 10, Vers 13. Da heißt es, warum soll der gottlose Gott lästern in seinem Herzen und denken, dass du nicht danach fragst? Psalm 10, Vers 14, du hast es wohl gesehen. Also jetzt kommt der Psalmist dazu, Gott hat es gesehen, doch. Am Anfang, was hat er für eine Frage gestellt? Herr, warum stehst du so fern? Verbirgst dich in Zeiten der Not. Aber was lesen wir jetzt? Du hast es wohl gesehen. Denn du gibst auf Elend und Kränkung Acht. Schau. All das Leid, das es in der Welt gibt, Gott gibt Acht darauf. Das ist, was die Bibel sagt. Gott weiß es. Gott gibt Acht darauf. Du gibst auf Elend und Kränkung Acht, um es in deine Hand zu nehmen. Der Wehrlose überlässt es dir, der du der Helfer der Weisen bist. Zerbrich den Arm des Gottlosen, des Bösen. Suche seine Gottlosigkeit heim, bis du nichts mehr von ihm findest. Der Herr ist König immer und ewig. Achte darauf, die Heidenvölker sind verschwunden aus seinem Land. Nun, das war zu Zeiten Israels nicht wirklich der Fall, oder? Denn die ganze Zeit lang, als es das Reich Israel gab und dann auch später geteilt in das Nordreich Israel bzw. Samaria und das Südreich Juda. Die ganze Zeit über gab es Heidenvölker in ihrem Land, gottlose Heiden, weil sie es nicht geschafft hatten, alle auszurotten. Also traf dieser Vers damals wirklich jemals 100% zu? Trifft dieser Vers heutzutage zu? Nein, dieser Vers wird eines Tages zutreffen, wenn Gott sein Reich aufrichten wird und alle Heidenvölker ausgerottet werden. Und alle Gottlosen verschwinden werden. Aber lass mich dir das sagen. Es wäre nicht gut, wenn jetzt schon alle Heidenvölker ausgerottet werden. Machte Gott dem Leid in der Welt sofort ein Ende, dann würden weniger Menschen gerettet werden. Dann würden weniger Menschen gerettet werden. Schau, wir müssen als Christen das Leid in der Welt als einen Anreiz zu etwas Positivem verwenden. Das Leid in der Welt, das sollte uns daran erinnern, Gott hat immer noch Langmut mit dieser Welt. Er lässt immer noch die Dinge so laufen und schafft dem Unrecht in der Welt nicht einfach so zack ein Ende. Warum? Weil er will, dass jedermann Raum zur Buße habe. Wir müssen das Leid in der Welt als Anreiz nutzen, Seelengewinne zu gehen, Menschen zu retten. Und wenn wir Menschen retten, lass mich dir was sagen. Ihr Leid, das sie erlebt haben, das sie noch erleben werden, ihr Leid wird einen Sinn haben. Lass uns beten. Herr, wir danken dir für die Wahrheit aus deinem Wort. Herr, wir danken dir dafür, dass du gerecht bist. Herr, wenn du Menschen leiden lässt, die es verdient haben, du bist auch gerecht, Herr, wenn du Menschen leiden lässt, die es nicht verdient haben. Herr, du bist gerecht, so oder so. Und wir wollen einfach deine Gerechtigkeit bekennen, Herr. Wir wollen bekennen, dass du niemandem irgendetwas zu schulden hast, Herr. Wir haben so oder so die Hölle verdient. Jeder Mensch, der gesündigt hat, hat die Hölle verdient. Außer irgendein Baby. Babys sind unschuldig, Herr, sie kommen in den Himmel. Wir danken dir dafür, dass Babys, denen Furchtbares angetan wird, dass sie einfach in den Himmel kommen, Herr. Aber Herr, Menschen, die gesündigt haben, und es ist kein Mensch, der kein Sünder ist, Herr, wir haben die Hölle verdient, Herr, wir haben nichts bei dir verdient. Wir danken dir für deine Gnade, Herr, dass du eingegriffen hast in unser Leben, dass du uns gerettet hast, Herr. Wir danken dir für deine Größe, Herr. Wir danken dir für deine Gerechtigkeit. Wir danken dir für das Buch Hiob. Herr, dass uns deine Herrlichkeit und Größe aufzeigt, Vater. Und wir bitten dich, hilf uns, das Leid in der Welt, das wirklich existiert, nicht runterzuspielen, aber auch nicht uns gegen dich zu wenden, Herr, und dich grundlos anzuklagen, Herr, wo du gerecht bist. Hilf uns stattdessen, es als einen Anreiz zu nehmen, Menschen zu retten, Herr. Bitte segne das Seelengewinn. Und in Jesu Namen beten wir Amen.